So, mal eben fix neu gestartet hier. Ja, ich weiß aber nicht, Mann, was da mit dem hier mit dem Audio los war. Keine Ahnung, ab und zu hat es halt mal geknackt oder so. Ja, und generell Gossip benimmt sich ein bisschen komisch. Gossip 3 ist halt auf einen CPU-Core halt ausgelegt. Und irgendwie rennt er da auf einen Hyper-Threading-Core. Also praktisch auf den Fake-Core. Ich habe es jetzt mal geändert im Task Manager. Mal gucken. Also, wir haben keinen Krankheiten heilen mehr, ne? Das heißt, ja, aber Tränke haben wir ja genug. Die Frage ist dann natürlich auch, ob man erstmal nach Nordmar geht oder in die Wüste Warrant. Von der Story her müsste man erstmal nach Nordmar, aber ja, Nordmar ist halt ziemlich heftig. Immer noch die Springpfeile, ne? Feuerpfeil, Springpfeil. Was ist denn, wenn man damit mal den schwarzen Troll ein bisschen einheizt? Ja, ist ja gar nichts, Alter. Okay, die machen auch keinen Schaden. Ja, verbrauche ich jetzt aber auch nicht die scharfen Pfeile. Und es dauert mir zu lange. Hier haben wir noch irgendwie mal Spruch Flammenschwert. Recken, Flammschwert, Feuerball. Ah, der hat schon eine dicke La Haut, Mann. Eine schöne Lederhaut. Wasser, meine Trank. Können, dann müssen wir halt wirklich hier mit Pfeil arbeiten. Ein bisschen die Lage ausnutzen, dass das so groß ist, um in die Höhle reinzukommen. Was manche bestimmt als Bug-Using irgendwie sehen. Ist es einfach als Realität an. Würde ich im echten Leben auch so machen. Wenn mich da so ein fettes Viech verfolgt, würde ich auch irgendwie in eine enge Spalte rein. So, Kollege, bist du jetzt bei Tod? Versuch mal den Rest mit dem Schwert. Also ich will nicht. Übersetzt, ein Schwert macht kaum Damage. Oh, 700. In normaler Treue gibt es 500, der gibt 700. Und so, Kollege. Die hole ich auch noch.
Na guck mal, wie viel Damage der Pfeil macht. Im Gegensatz zum schwarzen Troll. Was ist denn, wenn ich jetzt Condition Springpfeil benutze? Oh ja. Da hat er mich denn doch noch erwischt. Dann trinken wir hier noch mal kurz einen Trank, ne? Und dann gucken wir mal, was wir da oben bewacht haben, die zwei. Was ist denn hier? Ist da wieder eine Stange irgendwo? Ein Snapper. Das nehme ich hier natürlich die falschen Pfeile. Ich habe jetzt auch mal die Texture Quality runtergesetzt. Ist ja auf jeden Fall ein bisschen besser. Das Komische ist, wenn ich da auf CPU gucke, ist es nicht ganz ausgelastet. Das heißt, die Texture Quality hat irgendwas mit der CPU zu tun, was irgendwie überhaupt keinen Sinn macht in meinen Augen. Aber nun gut. Ich weiß halt auch nicht, wie Heranarbeit es damals irgendwie programmiert hat, ne? Wir sind vergiftet. Ich werde natürlich auch ein Gegengift nehmen, aber Pustekuchen. Na komm. Jetzt speichert er schon wieder nicht und öffnet das Inventar nicht. Mann, das ist so ärgerlich. Immer diese kleinen Bugs, dieses Spielerlebnis drüben. Dann komm mal her, ich will nicht, dass er runterrutscht. Jetzt speichert er wenigstens. Oh, danke. So, dich packe ich auf 5. Abgebrochen. Eisschutz. Ja, aber wenn wir nach Nordmal gehen, dann müssen wir auf jeden Fall zu Lars gehen, ne? Das kostet 15 Lernpunkte. Kälteresistenz. Gibt es hier vielleicht noch einen Grundstöppel? Aha. So eine Art Easter Egg, denke ich mal. Oder? Hans Trapp. Oder von dem Modder. Von dem Community Patch Team, meine ich natürlich. Ja. Da kommen wieder die Butterfinger im Spiel. Finde ich ja ganz gut. Hans Trapp, Community Patch Team.
Ist das laut? Da ist nichts zu holen. Unmöglich. So, ist hier sonst noch irgendwas? Lurker? Ja, Wasser ist dann schon anstrengend hier, Mann. So. Okay. Wer hat uns jetzt hier gesehen? Ey, wo bist du denn hin? Willst du jetzt ein Bad nehmen? Mitten im Kampf? Abgebrochen. Oh, die Kisten haben ja alle irgendwie nichts mehr Besonderes drin. Also nicht mal irgendwie eine gute Waffe oder so. Die Frage ist natürlich, ob wir auf dem richtigen Weg sind da mit den Sklaven. Hier irgendwo im Unterholz sollen hier irgendwie hausen oder weglaufen sein. Und da müssen wir immer noch Leute für Okara finden. Und den einen Typen für Nemora. Wir haben schon ein bisschen noch was zu tun hier im Myrtana. So, da geht's hoch. Hoch hinaus. Eine Hochebene, eine Wark. Und eine alte Ruine mit irgendwas drinne. Ein Schattenläufer. Ach so, das ist eine neue Burgherr. Ich merke schon. Na gut, dann wollen wir mal versuchen, da die Warks irgendwie. So, wie viel seid ihr denn da? Hm? Kommt das. Deine ganze Familie wieder an. Ja, okay, da kommen nur die normalen Wölfe. Die haben sich wohl noch nicht weiterentwickelt. Sind ein bisschen stehen geblieben. In der Evolution. Wo sind wir jetzt eigentlich hier? Ach, da oben. Am Rande des Landes. Der Insel. Kontinents. So. Okay. Hat sich wieder so angehört wie ein Troll. Okay, jetzt will ich aber mal gucken, was da ist, Mann. Die Geräusche machen mich wieder ein bisschen hippelig. Ah, eine Gruppe von Scavenger. Das ist natürlich das Doof, dass ich da unten fighte. Also umdrehen und. Muss dann Troll sein, oder? Da ist nichts zu holen. Ne, ein Urvieh. Na dann. Ich dachte, da kommt wieder so ein Monster über Troll.
der uns trollen will. Ja, dich habe ich ausgesucht zum Sterben heute, mein Junge. Da ist nichts zu holen. Die Mazene erhalten. Muss da hier irgendwas Besonderes sein. Ich meine, die sind ja nicht umsonst hier oben. Abgebrochen. Na komm, Junge. Ich hab dich extra trainiert, Mann, damit du hier deinen Fingern schön sanft. Normaler Kackbogen. Wenn der mal runterspringen. Da scheint aber irgendwas zu sein. So, wenn ich den jetzt angreife, dann kommen doch die ganzen Snapper mit, oder? Ist ja alles hier eine Family. So, Snapper. Na komm. So. Wir müssen natürlich auch. Hallo? Spiel. Bin ja zu weit drüber. Bin den Alten interessiert es nicht. Wobei die Urviecher natürlich auch praktisch eine Weiterentwicklung der Ripper sein könnte, ne? Die Ripper sind eine Unterart der Snapper. Ordentlich viel Snapper-Kraut. Ist die Weitsicht irgendwie anders? Neu installiert und auf einmal sieht man sogar irgendwie ein Haus in der Ferne. Was vorher glaube ich nicht so war, ne? Doch ein schwarzer Troll. Ich hab's da in Urin gehabt. Wir verlieren unsere Pfeile relativ schnell. Na, da kommen wir beide an. Mal sehen, ob ich mich hier irgendwo reinbacken kann bei einem schwarzen Troll. War dann noch ein Troll, überraschenderweise. Weil hier oben scheint es nichts sagenumworbenes zu geben.
Oder die Trolle mögen einfach nur die Höhenluft. Die dünne Luft hier oben. Na komm, bist gleich im Gras. Sanft gebettet. Geht doch. Schön mit dem Kind voraus. Ripper. Vielleicht wollen wir den an die Wand packen. Okay, naja, haben wir ein bisschen Damage gemacht. Mal hier Trank schlürfen. Mit dem Fallen wird es einfach ewig dauern. So, ich will jetzt noch mal da hinten irgendwie so, komm mal ran da. Aua. Muss aufpassen, dass er mich nicht erwischen tut. Okay. Ein langer Kampf. Ein langer Kampf. Ja. Ich glaube, normal sollte man die jetzt noch gar nicht fighten. Weil ich ja so eine Pussy bin und noch Fleisch spiele. Ohne alternative KI. Na komm, gleich haben wir es geschafft hier. 1, 2, 3, 4, 5. Geht doch. Zwei schwarze Trolle. Fühlt sich gut an. Da kommt die Freude auf, ja. So, jetzt aber auch noch rostige Schwerter hier. So, hier war da irgendwo eine Truhe, ne? Genau. Seltene Armbrust. Ja, die kann man gut verkaufen. Ja, da würde ich erstmal hier das Händler-Talent kaufen oder erlernen. Hat er den Trank schon wieder nicht genommen oder was? Manchmal, weißt du was, wir haben immer noch die Tränke, ne? Hier, Lebensenergie. 26, 234. So, und dann noch 7 Stärketränke, die ich einfach nehmen werde. Ist ja egal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Na, hier kann ich auch nehmen Ausdauer. Plus 8. Stärke ist plus 3. Na, plus 21, das ist natürlich nicht verkehrt. Ja, noch. Sobald wir ein Level ab. Wieder Ratzefatz hier.
Da kommt er auch noch an oder nicht? Nein. Gut, dann kümmern wir uns auch gleich nochmal um den Schattenläufer an der Burg. Steilwände sind immer so ein bisschen ätzend beim Hochlaufen oder seitlich laufen. Aber runter geht es dafür umso schneller. So, ist hier noch irgendwas im Gebüsch? Der pennt sich da ein. Na scheiße, Mann. In Gothic konnte man sich ranschleichen. In Gothic 1 oder 2. Da sind sogar 3 Stück. Wenn er mich von hinten in Ruhe lässt, alles gut. Mal, wie viel Damage ich nicht mache. So, noch einer in der Burg, ja. Also sind sie 4 Stück. 4 Stück in der Burg. Na, danke, Mann. Diese Ebene hier oben ist wirklich gefährlich. So, großer. Ich vergesse ich auch nicht. Immer da hinten an die Wand, bitte. Oh, diese Schnur. So, was habt ihr denn hier umgewacht, hä? Schattenzepter. Okay. Schattenzepter. Muss ich gleich mal gucken, was das ist. Ist das irgendeine Quest oder so? Aber nee, ich habe da nichts erhalten hier, keine Message. Gucken wir gleich mal nach, was ist das? Schattenzepter. Langschwert. Dann dürfte denn hier drin sein, ne? Brennholz. Schattenzepter. Okay. Keine Info, keine Beschreibung. Und vielleicht auch eine Quest oder so. Na gut, dann werden wir gleich noch mal da unten das Waldstückchen ausräuchern. Oh, das ist dann in der nächsten Folge, ne? Also haut rein, bis denn.